Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Und zwar sprechen wir heute über die Cruiserweight Classic, also CWC. Und zwar über die erste Runde. Und zwar gab es ja in der ersten Runde 16 Matches in 4 Folgen. Und über die ganzen 4 Folgen spreche ich nicht alleine, und zwar mit dem Micha. Ja, guten Tag. Ja, die Cruiserweight Classic geht ja schon seit dem 13. Juli 2016 los. Und haben wir beide eifrig geguckt. Und momentan, oder wie ist dein Ersteindruck davon? Ja, es waren halt alles relativ kurze Matches vom CWC in der ersten Runde, aber das war halt eher so ein bisschen, hey, so die Vorstellung von jedem Einzelnen. Man hat halt gemerkt, jeder von den Wrestlern hatte in seinen Matches immer seine Phase, hat seine besonderen Moves gezeigt und musste dann halt dadurch beeindrucken. Und ja, also Runde 1 war eher so ein bisschen, hey, das können wir, das ist unser Gimmick, das ist unser Charakter, etc., etc., so quasi die Vorstellung. Und ab Runde 2 wird es jetzt wohl mit richtig, richtig geilen Matches losgehen. Genau, 32 Leute aus der ganzen Welt, ja, sind quasi hier die 32 besten Cruiserweights der Welt sind da. Ja gut, kann man, ist Ansichtssache, würde ich mal sagen. Und ja, auf jeden Fall haben wir einige geile Leute für die CWC geholt, wie zum Beispiel ein Zack Sabre Jr. oder ein Kota Ibushi, aber auch neuere, unbekannte Gesichter sind auch dabei, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, aber die man vielleicht gerade nach diesem, ja, nach dieser ersten Runde schon ein bisschen auf dem Schirm hatte, sei es verloren oder gewonnen. Und ja, die Cruiserweight Classic gehen ja insgesamt 10 Folgen, also 10 Wochen lang geht dieses, ja, diese Serie, dieses Turnier. Und ja, wir werden es so machen, wir werden nicht jetzt, wie ihr schon gemerkt habt, jede Ausgabe einzeln reviewen, wir werden es so machen, dass wir halt quasi nach jeder Runde, also jetzt ist gerade die erste Runde vorbei, über die ganze erste Runde sprechen, dann über die zweite Runde, die ganze zweite Runde, also ist das Achtelfinale, dann Viertelfinale, mal eine Runde, dann Halbfinale und dann das Finale quasi, dass ihr insgesamt, soweit ich das jetzt richtig berechnet habe, 5 Reviews bekommt, also 5 Reviews von der Cruiserweight Classic. Das ist, denke ich mal, ein bisschen passender, als jetzt wirklich über jede Ausgabe zu sprechen, weil gerade in letzter Zeit ja relativ viele Podcast-Ausgaben kommen und da wollen wir nicht versuchen, dass wir da einen krassen Overkill haben. Genau. Und ja, Cruiserweight Classic ist ja in der Full Sail University, in der Arena von NXT und auch ehemals TNA. Und ja, das Setup ist ja ein bisschen anders. Die Stage ist ein bisschen weiter nach links versetzt, als jetzt zum Beispiel von NXT gewohnt. Und ja, die Farbe ist, ja, wie kann man sagen, in einem lila Design. Genau. Und Kommentatoren sind einmal Daniel Bryan und Mauro Ranallo. Ja, super. Also sind beide sehr, sehr gut einfach. Mauro Ranallo ist so ein bisschen, der seine, ja, seine Fakten mit einwirft. Das macht er ja ganz gerne. Er ist halt so ein Faktentyp und so ein bisschen ein paar Vergleiche zieht. Und Daniel Bryan ist halt gerade halt in-ring-technisch am Start und weiß halt genau, was die Typen da machen. Kennt halt, ja, ist halt exzellent, was Ringpsychologie angeht und kann dann auch ein bisschen erklären, was die Kerle da gerade machen und kann halt dadurch das Match ein bisschen overbringen. Genau, das kann ich auch so sagen, also gerade als ich gehört habe, so Daniel Bryan, Mauro Ranallo macht ja momentan eh eine klasse Leistung bei SmackDown, also für mich der beste Kommentator aktuell in der WWE und Daniel Bryan ist einfach eine super Ergänzung, gerade weil er halt eigentlich ist er für dieses Turnier gemacht und man hat ihn noch immer angemerkt, oh komm, der will eigentlich da rein, der will eigentlich mitmachen, aber darf leider nicht mehr oder kann leider nicht mehr. Und so weiter und so fort. Und man merkt ihn auch immer wieder so, das Wrestling, die Liebe zum Wrestling geht bei beiden, merkt man es sehr, sehr stark an. Und gerade bei Daniel Bryan, der einfach gefühlt alle Moves der Welt kennt, die ganzen Match-Psychologie und alles. Und finde ich beide super, haben beide eine starke Leistung abgeliefert, meiner Meinung nach. Und ist halt nur schade, dass sie halt nur für die Cruiserweight Classics am Start sind, quasi als Kommentatoren-Team. Ja. Genau, da würde ich mal sagen, fangen wir direkt an, und zwar mit der ersten Episode. Es gibt ja ein Vorstellungsvideo von allen 32 Cruiserweight Classic-Teilnehmern auf YouTube veröffentlicht, wo halt alle 32 vorgestellt wurden. Und es wird ja so gemacht, dass sie halt immer aus ihren Ländern präsentiert werden, also jetzt nicht so zum Beispiel jetzt aus Cleveland, Ohio, The Miz, sondern eher so representing Japan, Kota, Ibushi, sowas in der Art machen die es zum Beispiel, also halt, wo sie halt herkommen, also ihr Herkunftsland ist quasi ihre Repräsentation,
wenn das überhaupt ein Begriff ist, wie auch immer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gab es in der ersten Episode vier Erstrunden-Matches. Und zwar das erste Match und der Opener war Grand Metalik gegen Alexandro Sies. Ja, war ein ziemlich gutes Match, fand ich. War halt auch der Einstieg ins Turnier und deshalb haben beide ein bisschen sind durch die Gegend geflippt. Grand Metalik ist ja auch bekannt als Mascarado Rada in Mexiko gerade bei CMLL. Alejandro Sáez ist sehr unbekannt. Das ist einer der Leute, die halt hierher kamen und ja, die kannte man einfach nicht, weil er einfach selbst in Mexiko eher bei den Indie-Ligen durch die Gegend tourt. Und ja, war aber ein schönes Match. Beide natürlich diesen mexikanischen Lucha-Stil. Alejandro Sáez war auch der Kerl, der beim Einwiegen genau auf die 205 Pfund kam. Also der genau am Gewichtslimit war und deshalb nur knapp auch im Turnier war. Und ja, schönes Match. Sáez relativ groß, hat trotzdem aber auch einen Moonsault zeigen können zum Beispiel. Und ja, gab ein paar schöne High-Flying-Moves. War ein gutes Match. Ja, war ein schöner Opener und eine schöne Einleitung hier in das Cruiserweight Classic Match. Und ja, Alexandre Diaz hat ja gerade so das Limit erreicht. Man muss ja 205 Pounds, also 205 Pound, erreichen. Ich glaube, umgerechnet sind das 93 Kilo, soweit ich das weiß. Also so viel musste man quasi, oder das sind die Voraussetzungen. Wenn man über 93 Kilo wiegt, dann darf man nicht teilnehmen. Bitte, dann ist man dann kein Cruiserweight in dem Sinne. Und ja, er war so einer der wenigen, der es wirklich ans Limit war. Also der wirklich genau 205 Pound gewogen hat. Und ja, gerade so noch Glück gehabt. Und was man auch ganz kurz anmerken kann, die Erstrunden-Matches hatten ein Zeitlimit und zwar 20 Minuten. Und wenn man in den 20 Minuten jetzt keinen Sieger rausgibt, soweit ich das verstanden habe, sind die beiden raus. Also dann fliegen beide raus. Und ja, und es war auch immer so, dass. Kann man auch ganz kurz mal beschreiben. Es war immer so, dass vorher halt die Refs kurz gefragt haben, ob sie Fragen haben, Hände geschüttelt haben und dann das Match. Und nach dem Match, wenn das Match vorbei war, ja, wird quasi nochmal der Sieger auserkoren, wie man es bei anderen Boxsportarten es kennt. Quasi beide, der Referee packt beiden an den Arm und dann hebt er quasi die Siegerhand hoch und dann gibt es halt Ende nochmal ein Handshake und so weiter und so fort. Also man baut es so ähnlich auf, wie es bei anderen Sportarten ist. Das hat man in der WWE nicht so wirklich gemacht, aber gerade hier beim Cruiserweight Classic ist es so eine kleine Besonderheit, die es da gibt. Und dann nochmal zurück zum Match zu kommen, war ein schöner kleiner Opener. Grand Metalik hat gewonnen via Fisherman Buster nach 4 Minuten. Genau. War ein gutes Match. Genau. Dann gehen wir direkt zum nächsten Match. Was auch immer gemacht wurde, ist immer vorher Videopackages zu zeigen von den jeweiligen Wrestlern und von den jeweiligen Competitors. Und es wurde immer kurz zu Corey Graves geschaltet, der quasi, ja, wie sagt man so schön, Kontrollcenter war. Ja. Und immer geguckt, okay, wer ist weiter, wer ist noch drin, was für Matches gibt es und so weiter und so fort, wurde immer wieder vorgestellt und immer präsentiert. Genau, dann gehen wir direkt zum nächsten Match und zwar zu Hohulun gegen Avra Divari. Genau, Hohulun auch wieder einer, der unter die Kategorie unbekannt zählt, der halt in Asien logischerweise durch seine Indie-Promotions tourt und selber auch Promoter ist, also auch eine eigene Liga hat in Hongkong und Daivari logischerweise hört man ja schon am Namen, der Bruder von dem Sean Daivari, der ja auch in der WWE schon mal unter Vertrag war, sowohl als Wrestler als auch als Manager, hat zum Beispiel Mark Henry gemanagt oder auch Kurt Angle. Und ja, war auch ein ordentliches Match. Es war nicht so gut wie das erste Match. Hoholun war sogar relativ over, fand ich, und hat so ein bisschen die Außenseiterrolle im Match eingenommen. Er hat eine schnelle Offensive gezeigt. Daivari konnte ihn aber relativ schnell abfangen mit einem Knee-Strike und hat ihn dann ein bisschen im Headlock quasi runtergedrosselt. Und ja, die Fans haben Lun dann weiter unterstützt. Er konnte sich dann rauspowern, hat sein Comeback gestartet und hat dann Daivari nach dem German Suplex besiegt. Genau, Hovolun ist damit eine Runde weiter. Und ja, war auch ein schöner Opener, also ein schönes Match. Opener war es ja nicht, ein schönes Match. Auch wenn ich sagen muss, das erste Match fand ich auch besser als das zweite, auch wenn das zweite nicht schlecht war. Ja, Hovolun ist weiter. Aira, die Daivari, ja, also Sean Daivari kenne ich jetzt nicht, also zumindest
Wenn er Mark Henry gematcht hat, habe ich ihn schon vom Aussehen her gesehen, aber ich wusste nicht, dass er so heißt. Waren schon der Opener und Hoholun ist weiter und betritt damit die nächste Runde. Genau. Okay, darf ich mal sagen, gehen wir direkt zum dritten Match des Abends und zwar Clement Petoni, oder ja, Clement Petior oder so. Pityor, genau, gegen Cedric Alexander. Genau, Cedric Alexander wohl an diesem Tag wohl der zweitbekannteste von allen nach dem Herren im Main Event. Ja, er war vor kurzem noch bei Ring of Honor am Start natürlich und ist wohl einer, der auch unmittelbar davor steht, denke ich, bei der WWE einen Vertrag zu unterschreiben, weil er halt momentan ansonsten nirgendwo wirklich ist. Er hatte bei Evolve mal ein paar Matches, aber wir wissen ja auch, Evolve ist ja momentan in einer ganz engen Kooperation mit der WWE. Deshalb glaube ich, dauert es nicht mehr lang, bis wir Cedric Alexander mal wirklich ganz bei der WWE sehen. Und er hat hier auch in dem relativ kurzen Match gezeigt, dass er was kann. Und ja, fand ich ein echt gutes Match. Also, Petior war am Anfang noch ein bisschen, sage ich mal, auch arrogant und wollte Cedric Alexander ein bisschen vorführen. Und Cedric Alexander zeigt dann einige seiner Flippy-Moves und Petior kann ihn abfangen und hält ihn ein bisschen am Boden. Und ja, dann gab es ein schönes Back and Forth zwischen beiden, schöne Schlagabtausch, was auch immer. Und Cedric Alexander hat dann nach seinem Langblauer, aka Backbreaker gewonnen. Genau, den Lumbar-Check. Was auch gerade auffällt, ist, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass die Matchzeit immer länger wurde. Denn das erste Match war das kürzeste Match an diesem Tag. Und jetzt das Match Cedric Alexander gegen Clement Petoir ging 6 Minuten knapp und ist das zweitlängste Match am Abend. Und war auch ein schönes Match, war zu dem Zeitpunkt für mich Match of the Night. Fand ich ziemlich gut für die Zeit. Und ja, Cedric Alexander hat mich auch in dem Abend auch sehr überzeugt. Bin mal gespannt, was er in der nächsten Runde leisten wird. Und ja, zieht auch in die nächste Runde ein. Okay, dann kommen wir nun zum Main Event. Und zwar zu Sean oder Cien Maluta gegen The Golden Star. Und einer der Favoriten für die CWC, Kota Ibushi. Ja, Kota Ibushi ist wahrscheinlich der bekannteste Name im ganzen Turnier, weil er halt weltweit einfach unglaublich bekannt ist. Nicht nur in den USA, sondern auch in Asien, logischerweise, weil er da für ja, mit die größten Promotions schon angetreten ist. Logischerweise für New Japan war der erste Wrestler, der einen zweifachen Vertrag, der sich mit einem Doppelvertrag quasi an zwei Ligen gebunden hat, weltweit. Und das war an DDT und an New Japan. Er ist bekannt als einer der besten Highflyer der Welt. Er ist unglaublich gut. Er kann jeden Stil mitgehen. Er kann den stiffen Stil mitgehen. Er kann Highflying, aber er kann auch Technik zeigen. Also er ist wirklich sehr, sehr gut. Und hat er hier auch gezeigt, fand ich. Das war Match of the Night für mich. War ein ziemlich gutes Match. Kota Ibushi hat einiges gezeigt. Hat zum Beispiel seinen Outside Moonsault gezeigt oder seinen Pele-Kick, der ja auch sehr, sehr beliebt ist und von einigen Wrestlern gezeigt wird, wie zum Beispiel von Finn Balor oder von AJ Styles. Und selber konnte er dann das Match eintüten nach der Last Ride Sit-Out Powerbomb. Genau, ja, Kota Ibushi ist ja auch einer, den ich auch kenne. Unvergessliche Matches gab, wie zum Beispiel gegen Shinsuke Nakamura bei Wrestle Kingdom 9. Das ist zum Beispiel eins der besten Matches, die ich gesehen habe letztes Jahr. Wenn ich sogar, na, nee, nee, das ist eines der besten Matches. Und ja, Kota Ibushi war auch für mich ein Name, Was war auch. denn besser? Ich fand die Women's Matches besser. Also Dann von muss ich diesen Podcast leider verlassen. Das war für mich absolutes Gottmatch gegen Shinsuke Nakamura. Das war für mich eines der besten Matches, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also von den Männern her war es für mich Match of the Year, aber naja, Ja. wie gesagt, vielleicht hat mich das von der Story oder mich alles ein bisschen mehr gepackt als das von New Japan. Aber ist ja nicht schlimm. Der New Japan-Gucker wird mir sagen, hä, was redest du da? Was da ist da? Ich wünsche viel Spaß beim neuen Podcast. Ciao. Okay, ciao. Nee, aber ja, Kota Ibushi, ja, habe ich auch schon gerade erwähnt, eins der Favoriten für die CWC, der Golden Star.
Ja, hat natürlich wieder einiges gezeigt. Fand ich ziemlich stark. Auch Sean Maluta fand ich auch ziemlich gut, auch wenn er einen Botch hatte, wie zum Beispiel dieser Outside Dive. Also der sah extrem witzig aus, als er da Wo das war rausgesprungen ist. so, der wollte so einen Somersault zeigen, ist am Seil irgendwie hängen geblieben und dachte sich einfach, komm, ich roll mich einfach weiter. Und da ist er dann irgendwie übers oberste Seil runtergerollt. Also, das war irgendwie, sah das geil aus. Ja, das war echt ein geiler Botch, aber das sah trotzdem irgendwie nice aus. Also, das hat er echt gut noch also noch gut gerettet. Auch wenn ich sagen muss, Sean Voluta, auch, ich glaube, den kennst du, war auch einer für dich ein Unbekannter, oder? Sean Maluta auch eher ein Unbekannter. Ich weiß nur, dass er von AFA trainiert wurde, der der Onkel von The Rock ist. Mhm. Und mehr weiß ich eigentlich auch nicht über den. Also das ist auch einer, der zu den Unbekannteren gehört im Turnier. Okay, einer der Unbekannteren, für mich auch, aber war auch ziemlich gut, also hat auch gute Aktionen gezeigt, war für mich auch Match of the Night. Kota Ibushi war, denke ich mal, allen klar, dass er weiterkommen wird und zieht auch in Runde 2 ein. Genau, wie erwartet. Genau. Fazit zur ersten Folge. Ja, war eine gute Folge. Also man hat so den ersten Einblick gekriegt auf was man sich von dem Turnier quasi erwarten konnte. Es wurde gut aufgezogen. Es lag halt wirklich das Wrestling, schrägstrich die Wrestler im Vordergrund. Und ja, war ein schöner Start ins Turnier mit wirklich 4 soliden Matches. Match of the Night für mich. Maluta gegen Ibushi. Und ja, die letzten 2 Matches von dem Tag kann man sich schon gut angucken. Auf jeden Fall. Also war auch für mich ein schöner Anfang in die Cruiserweight Classic. Und ja, war schön, war gut. Hab mich auf die nächsten Wochen gefreut. Und man kann so viel schon mal sagen, wir wurden auch nicht enttäuscht in den nächsten Wochen, weil man hat schon einiges erwartet. Ich konnte mir manchmal auch nicht vorstellen, wie bauen die das jetzt auf? Machen sie nur Matches oder machen sie vielleicht noch was anderes und so weiter und so fort. Und sie haben es eigentlich so gemacht, wie ich es wollte, mit Matches. Das Wrestling stand im Vordergrund, die Wrestler standen im Vordergrund und nicht irgendwas anderes. Und das war, denke ich mal, die Hauptsache. Und das haben wir uns, denke ich mal, allen erwartet. Und das wurde auch gut erfüllt. Genau, dann gehen wir direkt zur nächsten Episode. Und zwar Cruiserweight Classic, Episode 2 vom 20.07.2016. Und es begann mit dem ersten Match, einem altbekannten Veteranen Tajiri gegen Damian Slater. Ja, Tajiri, ich denke, zu ihm braucht man nicht viel sagen. Er war schon in der WWE, ehemaliger Cruiserweight Champion natürlich, deshalb passend hier im Turnier mit drin. Ehemaliger, glaube auch Light Heavyweight Champion, da bin ich mir nicht 100% Ich sicher, guck's aber er nach. war auf jeden Fall noch Tag Team Champion mit William Regal natürlich. Göttlichstes Team aller Zeiten. Er war Light Heavyweight Champion. Dreifacher Cruiserweight Champion, war sogar in der WCW United States Champion, sehe ich gerade. Und EZ ECW. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. ECW Tag Team und Television Champion. Und Mit wem war der CZW. denn ECW Tag Team Champion? Das interessiert mich jetzt auch mal. Mit Mikey Whipwreck. Hat den Titel einen Tag gehalten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nice. Ja. Mit Eddie Guerrero sogar Tag Team Champion gewesen. Ja, das wusste ich. Ich Ja. nicht. Interessant zu sagen, vielleicht zu Damian Slater ist noch, dass er von TJ Perkins mittrainiert wurde, den wir im nächsten Match dann sehen werden. Und er ist auch eher ein Unbekannter, ist hauptsächlich in Australien aktiv. Aber wie gesagt, Tajiri sollte eigentlich jedem im Begriff sein, der hier den Podcast hört, der das Turnier guckt, wie auch immer. Und war ein ordentliches Match. Tajiri hat es noch drauf mit seinen paar 40 Jahren, 43 oder so, Ich glaube glaube, ich. 45 ist der. Oder 45. Ich guck mal. Guck mal. Ja, Ja, 45. okay. Er hat auch Use Delgado Chance bekommen und die Fans sind auf seine Tarantula abgegangen, als er die gezeigt hat. Und Slater hat noch einen coolen Dive gezeigt, aber mehr hat er auch nicht bringen können. Das Match war sehr, sehr um Tajiri gebaut und Tajiri hat dann deshalb auch nach dem Buzzer Kick ganz locker gewonnen nach 5 Minuten. Ja, man kann so viel sagen, dass halt Tajiri im Fokus stand bei diesem Match, was, denke ich mal, klar war, weil er halt bekannter war als jetzt Damian Slater. Aber ich fand Damian Slater auch gut, er hat eine gute Leistung abgerufen und ja, Tajiri hat mit seinem Alter immer noch, ja, wie du schon gesagt hast, auch noch gut drauf. You still got it. Natürlich nicht der Beste, klar, aber doch ein solider, guter Worker und hat mit dem Bazaar Kick gewonnen. Genau. Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar TJ Perkins gegen unseren deutschen The Mac.
Genau, von TJ Perkins hatte ich da, ist auch wieder einer der bekannteren Leute im Turnier. Ist fast schon überall angetreten eigentlich. Er war bei PWG mal, er war bei Evolve, da tritt er momentan so am meisten mit an. Auch bei TNA ist er am Start gewesen. Das ist aber auch schon eine Weile her. Und ja, der Mac natürlich in Deutschland aktiv, bei der WXW, amtierender Shotgun-Champion. Ehemaliger Tag Team Champion mit Axel Dieter Junior als Hot and Spicy. Also der Junge freut mich für den, dass er es so weit geschafft hat quasi. Und ja, war ein echt schönes Match. War halt eher ein bisschen Comedy-mäßiger ausgelegt, kann man sagen. Beide haben so ein bisschen ihre Dance-Moves gezeigt. Ist ja auch gerade der Max Gimmick so ein bisschen halt der Michael Jackson des Rings. Und ja, war ein echt spaßiges Match und der Mac ist bei der Crowd gut overgekommen. Ja, das kann man auch so sagen. Man hat auch am Anfang gemerkt, dass TJ Perkins so mehr over war als der Mac, aber gerade durch seine ganzen Aktionen, weil er auch, ja, neben der Unterhaltung auch gut gewrestelt hat, meiner Meinung nach, ist gut gemacht. Also ich fand ihn unterhaltsam. Der Mac freut mich auch, dass er es geschafft hat, soweit. Ich kannte ihn jetzt vorher nicht. Aber gerade als Deutscher freut man sich schon, dass so einer so weit es geschafft hat. Weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass deutsche Wrestler in der WWE sind. Wenn man überlegt, es sind ja nur. Ich glaube, Alexandra Wolf, ehemals Axel Tischer, und ist halt The Mac, halt als Deutscher am Start. Und ja, okay, Cesaro natürlich auch, aber der ist ja Schweizer. Ja, der weiteste, sage ich mal, Deutsche, der jemals irgendwie gekommen ist, war eigentlich Alex Wright bei der WCW Genau. als Cruiserweight Champion oder so sogar. Also der ist so wahrscheinlich von allen Deutschen so mit am weitesten gekommen. Der Ja. sogar Triple H mal besiegt hat. Ja, gut. Aber Ja. das war vor der The Game-Zeit. King of Barriers. Ja, genau. Ja, fand ich auch geil, wie er mal so deutsche Promos gehalten hat in der WCW, als ich mir die mal angehört habe. Das. Ja, der war auch ja auch echt gut, also im Ring sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Am Mike stark, Charisma, also der Kerl war richtig gut. Ja. Der das Wunderkind. Das The German Wunderkind, Alex Wright. Wurde ja auch in der Cruiserweight Classic auch erwähnt. Kann man sagen, gerade hier zum Beispiel bei The Mac wurde er zum Beispiel erwähnt, als auch später zu einem anderen Wrestler, zu dem wir später kommen werden. Aber erstmal hier The Mac. Ja, schade, dass er natürlich rausgeflogen ist, aber er hat sich gut präsentiert und eventuell, wie es auch bei den anderen jetzt, sagen wir mal, Verlierern der Fall ist, könnte auch eine gute Zukunft sich ergeben. Genau. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match und zwar Mustafa Ali gegen Lince Dorado. Genau, Mustafa Ali war auch wieder so ein Herr, den man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, den man nicht unbedingt kannte. Aber Lince Dorado und er haben ein echt schönes Match gezeigt. Das war so das erste Match, was so ein bisschen mehr auf Rumgeflippe ausgelegt war. Und da hat man auch gemerkt, Lince Dorado war wirklich sehr, sehr gut, was das Flippige angeht. Kommt deshalb auch aus der richtigen Liga, war nämlich bei Shikara am Start. Da war er übrigens auch in der Shikara-Schule, wo er trainiert wurde, war Cesaro der Trainer. Wurde deshalb von Mike Quackenbush und Chris Hero wurde er trainiert. Und ja, trat dort auch sehr, sehr lange auf. Und Mustafa Ali ist Betreiber von Dreamwave Wrestling in den USA und ist damit auch momentaner World Champion. Also krasses Ego, sich selber zum World Champion zu bucken. Hust, hust. Egal. Aber gut, war ein schönes Match. Mustafa Ali hat was drauf gehabt, hat's gezeigt. Und Dorado hat was drauf gehabt. Und es gab ein schönes, kleines, flippiges Match. Genau, ein schönes, kleines, flippiges Match, wie du es schon gesagt hast, kann ich unterschreiben. Schönes Match, via Shooting Star Press hat Lince Dorado dieses Match gewonnen. Und ja, Mustafa Ali mit seinem Ego wurde er hier in dem Sinne bestraft. Genau. Gut, zu dem Match kann man auch nicht mehr so viel sagen. Also, wenn ihr euch wundert, warum wir zu den Matches nicht viel sagen können, das ist halt so, es ist nicht so wie bei NXT oder bei Raw, wo wir wirklich die Story und den Hintergrund erzählen können, weil. Naja, es gibt ja eigentlich keine Story und so weiter und so fort, ne? Also, wenn man das so betrachtet. Und da kann man halt nur kurz was zu den Matches sagen. Deswegen haben wir es auch so gemacht, dass wir halt quasi immer nach der nächsten Runde erzählen, weil dann die Podcast-Ausgaben ein bisschen länger sind und nicht, dass wir halt über 10 Minuten über die jeweiligen Ausgaben sprechen. Macht ja mehr Sinn. Genau. Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum Main Event der zweiten Cruiserweight Classic-Ausgabe. Und zwar Akira Tozawa gegen Kenneth Johnson.
Akira Tozawa auch wieder einer der bekanntesten im Turnier. Tritt regelmäßig bei Dragon Gate auf, ist da natürlich auch einer der absoluten Topstars bei Dragon Gate, einer der Männer bei Dragon Gate. In der, ja, kann man schon sagen, zweitgrößten japanischen Promotion oder asiatischen Promotion. Ist auch in den USA bekannt geworden durch einige Auftritte bei PWG zum Beispiel oder bei Dragon Gate USA, wo er auch wirklich starke Matches hatte. Also er ist wirklich ein richtig, richtig guter Wrestler, ein exzellenter Wrestler meiner Meinung nach. Er kann auch so gut wie jeden Stil zeigen. Er ist super charismatisch, der Kerl. Also den mag ich super gerne. Sein Gegner Kenneth Johnson, ich habe absolut keine Ahnung, wer der Kerl ist. Also wenn man nicht mal durch Google irgendwelche Infos zu dem Kerl findet, weiß man, wie weit man ist. Also bei dem habe ich tatsächlich nachgegoogelt und habe nichts gefunden. Cool. Und das muss schon was heißen, wenn wir hier das Wrestlepedia am Start haben. War ein gutes Match. Also fand ich, war echt schön. Gab eine relativ lange Chain Wrestling Phase. Das Match ging knappe 10 Minuten. Das war für die Verhältnisse vom Turnier sogar relativ lange. Kenneth Johnson ist auch einer, der relativ groß ist und er war auch ziemlich agil für seine Größe. Aber Tozawa war hier ganz klar der Star im Match. Also der hat eine sowas von eine Star-Präsenz, der Kerl. Also ist unglaublich. Ich finde den Kerl super, würde mich auch freuen, wenn er das Ding gewinnt. Aber leider gibt es da zwei, drei Leute im Turnier, die das wahrscheinlich eher machen werden. Johnson ist auch noch nicht so lange aktiv, das weiß ich auf jeden Fall. Er ist, glaube ich, noch keine 5 Jahre im Business. Und deshalb, er war halt noch etwas unerfahrener. Er war hier natürlich zum ersten Mal bei irgendeiner Riesen-Promotion am Start. Und Hat's aber er nicht schlecht sah, gemacht. ja, er sah absolut okay aus. Aber halt gegen Tozawa, der absolut gescheint hat, geschieden hat vor Star Power. Also das, ja. Ist schwer. Tozawa hat eigentlich, so wie das Tajiri-Match vorhin, das war halt eher darauf ausgelegt, dass Tozawa so ein bisschen zeigt, was er kann. Und Tozawa hat auch weitestgehend dominiert und hat dann letztendlich mit dem Deadlift German Suplex das Match auch gewonnen. Genau. Ja, Akira Tozawa kann ich jetzt nicht, also so wie jetzt du zum Beispiel, aber ich habe schon gemerkt, wie präsent er einfach im Ring war. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, gerade für Leute, die ihn zum Beispiel nicht kennen, hat er für mich schon eine gute Präsenz gehabt. Und das Match war auch nicht schlecht. Kenneth Johnson war, ja, hat keine schlechte Performance abgeliefert dafür, wenn das jetzt wirklich sein erstes Mal war. War es wirklich nicht schlecht, war ein schöner Main Event. Der Fokus war auch mehr auf ihn gerichtet, also auf Tozawa. Und passt auch. Tatsächlich ist der Main Event sogar 5 Sekunden länger als Ibushi gegen Maluta. Also, ja, das ist schon mal was. Das ist aktuell das längste Match bisher, die wir besprochen haben in der Cruiserweight Classic. Ob es so lange geblieben ist, das werden wir gleich erfahren. Aber auf jeden Fall war es ein schönes Match, ein schöner Abschluss. Und ja, da er so präsent war und wirklich so ein Topstar war, war es natürlich dann auch irgendwo klar, dass er gewinnt. Ja. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum Fazit der zweiten Ausgabe. Ja, fand ich einen Ticken besser wie die erste. In der ersten Ausgabe fand ich die letzten zwei Matches nur recht ansehnlich. Die ersten zwei waren eher so, und diese Ausgabe, muss ich sagen, fand ich eigentlich jedes Match wirklich ansehnlich. Hat jedes Match Spaß gemacht. Tajiri ist natürlich durch seine Star Power wirklich gut anzusehen. TJ Perkins und der Mac war ganz spaßig. Lince Dorado, Mustafa Ali war halt ein Geflippe, das macht immer Spaß. Und Akira Tozawa ist einfach für mich persönlich halt relativ geil gewesen, weil ich den halt schon sehr, sehr lang verfolge und ein großer Fan von ihm bin. Ich finde, er ist einer der besten Wrestler der Welt. Okay, das kann ich nicht urteilen, weil, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht alle Wrestler auf der Welt, wie du jetzt zum Beispiel, das besser beurteilen kann als ich. Aber ich muss auch sagen, ich fand die Ausgabe auch wieder eine schöne Ausgabe. Ja, hat einfach so an der ersten angeknüpft, finde ich, und hat es eigentlich so konstant gehalten. War super und hat wieder Spaß gemacht, es zu gucken. Und man hat sich auf die nächste Folge gefreut. Genau. Und zu der gehen wir auch direkt. Und zwar zur Cruiserweight Classic Ausgabe vom 27.07.2016. Und angefangen hat es mit einem Mann, den wir beide sehr, sehr gut kennen, über den wir auch häufiger mal in den Podcasts auch gesprochen haben, der auch in der NXT-Ausgabe kurz zu sehen war. Und zwar, denke ich mal, weiß jeder, wen ich meine. Und zwar natürlich den von Wrestling Observer 2 Jahre hintereinander zum besten technischen Wrestler der Welt
gewählt, beziehungsweise den Bryan Danielson Award bekommen. Und zwar Zack Sabre Jr. gegen Tyson Dux. Genau, war ein, ja, es war, also die Crowd war natürlich sehr, sehr hot für Saber, als er rauskam. Die Crowd hat nur nicht viel mit dem Match anfangen können. Das war halt eher, wirkte mich für mich wie so eine Crowd, die eher weniger Zack Sabre Matches gesehen hat und viel halt von ihm gehört hat und vielleicht auch viel erwartet hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du vielleicht enttäuscht warst sogar von dem Match, weil er hat ja nicht wirklich viel gezeigt. Er hat einfach seinen Stil relativ langsam den Leuten präsentiert und das ist ja einfach sein Chain Wrestling und die Leute haben halt jetzt erwartet, ey, Zack Sabre Jr. kommt, der wird da jetzt die Hütte abfackeln, aber er hat halt erstmal nur das gemacht, wofür die erste Runde da war. Er hat erstmal so ein bisschen gezeigt, was er kann, hat seinen Gegner ein bisschen vorgeführt mit seinem geilen Chain Wrestling. Er ist nicht zu Unrecht der beste Techniker der Welt, mein Gott. Ist weltweit bekannt, ist wirklich, also der Kerl ist wirklich überall am Start. Der ist in Deutschland bei der WXW, in Asien bei Noah gewesen, in Amerika bei PWG, Evolve etc. In Europa dann auch noch bei Progress oder Revolution Pro Wrestling. Und überall, wo er hingeht, ist er wirklich ein Star. So auch hier. Und es war ein wirklich schönes Match. Er hat halt gezeigt, dass er der beste technische Wrestler der Welt ist und hat nicht die Halle abgefackelt, weil es nicht gewollt war. Genau, ja, so Zack Sabre Jr., ich kann jetzt, ist, also den Namen kannte ich natürlich, ich kann auch ein bisschen was zu ihm sagen, weil ich es ein bisschen mitbekommen habe, er ist Gewinner des diesjährigen 16 Karat Gold, Ja. hat letztes Jahr, soweit ich auch weiß, Bola gewonnen, dieses Event da, dieses Turnier da, Und PWG. genau, von PWG, ist PWGP World Champion und Revolution Pro British Heavyweight Champion, den er übrigens von AJ Styles gewonnen hat. Der war davor der Champion. Genau, und dann halt sonstige Titel noch gewonnen. Kann er wahrscheinlich besser sagen. Ich glaube sogar. Ja, es ist gerade WCW World Lightweight Champion. WCW World Tag Team WXW. Champion. WXW. Ja, WXW. Habe ich WCW gesagt? Ja. Ah, Er war nee, WXW. auch World Champion bei der WXW schon. Unified World Wrestling Champion. Genau. Also der Kerl ist überall auf der Welt am Start. Hat eigentlich so auch seinen Ursprung wirklich, muss man ja fast schon sagen, in Deutschland. Also er ist eigentlich erst in Deutschland richtig groß geworden. Da zum ersten Mal auch wirklich krass als Main Eventer, als World Champion gefeatured worden. Und ja, er ist jetzt, glaube ich, auch schon mittlerweile seit 2009 oder so regelmäßig in Deutschland am Start und wirklich ein Mann, auf den man seitens WXW stolz sein kann, dass man den so ein bisschen hervorgebracht hat. Genau. Und deshalb denke ich mal, ist auch für Zack Sabre Jr. so eine Ehre gewesen, dass er zum Beispiel dieses Jahr Karat Gold gewonnen hat. Oder gewinnen durfte. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches, wenn man überlegt, was da für Leute, glaube ich, dabei. Ich glaube, Angelico war dabei. Und so weiter. Und ja, ist, denke ich mal, für, gerade auch für die Promotion, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt so alles arbeitet, weil ich kenne die Leute jetzt nicht. Aber ich denke mal, auch für die auch eine Ehre, dass Zack Sabre Jr. zum Beispiel die ganzen Erfolge erreicht hat und zum Beispiel jetzt zum Beispiel in der WWE ist. Bei diesem Cruiserweight Classic Turnier oder zum Beispiel 2 Jahre jetzt diesen Award gewonnen hat, als bester technischer Wrestler der Welt oder den Bryan Danielson Award, wie man es auch nennen möchte. Gibt ja beide Versionen. Es heißt ja jetzt Bryan Danielson Award. Genau, zu Ehren von Bryan Danielson hat ja Dave Meltzer den Award vom besten technischen Wrestler zu Daniel Bryan Award umgenannt, weil er Daniel Bryan, glaube ich, irgendwie 10 Jahre oder so Neun. hintereinander den Award geholt hat oder 9 von mir aus. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Also, das muss schon was heißen, so auf einem hohen Niveau zu sein. Ich glaube, von 2005 bis 2014. Und danach hat Sabre ihn abgenommen, weil Brian halt so Weil ziemlich. Daniel Bryan kein nicht der technische beste Wrestler der Welt ist, sondern Bryan Danielson. Genau. Richtig, okay. Ja, jetzt haben wir viel drumherum geredet. Du hast ja mich gefragt, weil ich jetzt sexuell wirklich jetzt zum ersten Mal wirklich ein Match gesehen habe. Ich habe ja das Video gesehen von der WWE, wo sie ja dieses Qualify-Match gezeigt haben von Zack Sabre Jr., um überhaupt hier für das Turnier teilzunehmen, obwohl ich denke mal jedem klar war, dass er teilnehmen wird. Ja, ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht von ihm. Ich habe einfach nur geguckt, was kommt von ihm. Ich habe natürlich ab und zu mal was gesehen, aber jetzt nichts Richtiges. Ich war beeindruckt, also gerade auch, was er für Konter eingefahren hat, halt so seine Technik, weil man hat einfach gesehen, oder ich habe hier einfach hier gesehen, warum er wirklich so
zum besten Techniker genannt. Und wenn man überlegt, was er für Reversals gezeigt hat, was er für eine Technik angewendet hat, war ich nicht so krass enttäuscht. Also die Crowd hat man schon ein bisschen angemerkt, okay, die waren mehr enttäuscht. Die haben gedacht, wahrscheinlich kommt was richtig Krasses von ihm. Ich habe nichts Krasses erwartet. Ich habe gedacht, okay, komm, es ist wirklich die erste Runde, da kommt jetzt nichts Krasses. Da wird, denke ich mal, Zack selber ein bisschen mehr, ja, so ein kleines Showcase-Match haben. Also mir war es schon irgendwie klar, dass Sabre so ein Showcase-Match kriegen wird, was er meiner Meinung nach auch bekommen hat. Und gerade auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Kommentar von Daniel Bryan hat da auch mehr dazu beigetragen, dass ich mich ja sehr zufriedenstellend mit diesem Match bin, weil ich glaube, wenn jetzt die Kommentatoren nicht da wären, dann wäre ich, glaube ich, sogar enttäuscht gewesen ein bisschen. Aber gerade mit den Kommentatoren hat man das gut gemacht und deshalb war ich eigentlich zufrieden so mit Zack Sabre Juniors Vorstellung und gerade auch hier so die Einführung von ihm. Gut, dann warst du auf jeden Fall schon mal anders da drauf als die Crowd in der Halle. Ja, genau, also ich glaube, in der Crowd wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen, weil, wie gesagt, den Kommentar habe ich halt nicht mitgehört, aber gerade halt so mit Daniel Bryans Kommentar, was haben wir auch schon am Anfang angesprochen, gerade auch so mit der Match-Psychologie und alles, wie er halt alles anspricht, weil er weiß es einfach, er hat selber lang genug gewrestelt, um das zu wissen. Und daher ist es auch sehr, sehr gut gewesen, das zu erfahren. Deshalb war ich zufrieden und ja, freue mich auf jeden Fall mehr auf Zack Sabre Jr., auch wenn er wahrscheinlich nicht bei der WWE danach jetzt antreten wird, aber ich denke mal, irgendwann wird er auch dabei sein. Aber noch ist er im Cruiserweight Classic und ich hoffe, er kommt sehr, sehr weit und ist für mich einer der Favoriten für den Gewinn des Turniers. Genau, wir können ja dann vielleicht auch mal am Ende von der Runde so ein bisschen unsere Prognosen für die Zukunft weitergeben, was wir so denken, wer wird das Ding machen oder so. Können wir machen. Und ja, aber war wirklich ein schönes Match. Wie gesagt, das war wieder so ein Match, was eher so ein bisschen auf Zack Sabre Jr. natürlich spezialisiert war, der ein bisschen seinen Showcase hatte, der Tyson Dux eigentlich schon weitestgehend vorgeführt hat. Genau, der einfach, ja, quasi, wie kann man es so schön sagen, Zack Sabre Jr. hat Tyson Dux outwrestled. Ja, Und was man auch. legt sich halt nicht mit dem besten Wrestler der Welt an. Ja, mit dem besten Techniker. genau, und was auch ganz gut ist, ist gerade auch der Submission. Das fand ich auch sehr, sehr interessant in der Art, die Zack Sabre gezeigt hat. Wieso? Also, ich fand es irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie hatte, also gerade auch zum Beispiel, wenn er halt Tyson Dux wollte an den Seilen ran und Zack Sabre kontert das und wandelt das um in Umaplata, ich weiß nicht, wie er es jetzt genannt hat, Daniel Bryan. Gerade diese Sachen fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht, persönlich. Okay, ja, das Zack selber ist bekannt dafür, Leute wie eine Brezel zu verbiegen. Okay, das ist mir nicht bekannt, deswegen war ich da schon ein Das bisschen wird dann noch beeindruckt. im Verlaufe des Turniers bekannt werden. Das denke ich auch. Deshalb war es für mich so mehr. Ja, es war für mich so schon sehr beeindruckend, so wie Zack Sabre Jr. gewrestelt hat. Und ich freue mich auf jeden Fall mehr auf ihn. Gerade in der Genau. zweiten Runde. Genau, stand zu diesem Zeitpunkt schon sein Gegner fest? Nein, der kommt erst nächste Show. Okay. Nächste Runde, glaube ich, oder? Nächste Show kommt dann halt. Wer wird aber erst bekannt, wer sein Gegner ist? Also, okay, ja. Oder? Nee, nächstes Match wurde schon bekannt, wer sein Gegner ist, Genau. genau. Gut, dann hast du noch was zu dem Match zu sagen? Nö, Zack Sabre Jr. hat gewonnen und zieht damit in die nächste Runde ein. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar Ha-Shira gegen Drew Gulak. Drew Gulak. Gulak, oh, Entschuldigung. Ja, Drew Gulak, auch wieder ein eher bekannterer Name, wurde aber eher nicht so groß, sage ich mal, abgefeiert, obwohl er eigentlich auch gerade in Amerika halt überall schon war, bei PWG, bei CZW, bei Evolve, was weiß ich, hat eigentlich dort auch überall seine Titel schon geholt, CZW World Champion, Evolve Tag Team Champion, ist für mich einer der besten Techniker der Welt. Gerade in Amerika würde ich ihn schon unter die Top 10 locker stellen. Er ist ein Top-Wrestler und es ist immer wieder ein Genuss, ihn in den Indies zuzugucken, gegen Leute wie Chris Hero oder halt Zack Sabre Jr. oder sowas. Und ja, sehr, sehr guter Mann. Und Half-Zero, sein Gegner, ist ja bekannt mit seinem Bruder, den wir später im Turnier auch haben werden, mit dem Namen Gurf oder Gurf-Zero. Sind bekannt als Bollywood Boys, siebenfache Tag Team Champions und
eher unbekannt trotzdem. Und ja, das Match ging klar. Also das fand ich jetzt nicht so geil, aber es war gut. War eines der ersten Matches, wo richtig ein Styles Clash, hehe, Styles Clash, passiert ist. Gulak ist eher ein bisschen stiffer gewesen. Zero war eher so ein bisschen High-Flying-mäßig unterwegs. Beide sahen gut aus bei dem, was sie getan hatten. Wir hatten ein gutes Showing und Gulak konnte das Match dann nach dem Body Scissors gewinnen. Genau, ich kannte ja beide auch wieder nett, also jetzt nicht wie zum Beispiel bei Zack Sabre Jr. Jedoch war ich mit dem Match auch sehr zufrieden und ja, Drew Gulak hat gewonnen. War ein schönes Match und ja, war super. Genau. Gleichzeitig noch ganz kurz anzumerken, dass das erste Match, also Zack Sabre Jr. gegen Tyson Dukes, das längste Match dieser Episode war. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match und zwar Tony Nese gegen Anthony Bennett. Tony Nese, auch und bei WWN unter Vertrag, also im WWN Network, darunter ist ja auch Evolve mit dabei oder Dragon Gate USA oder was das ist alles. Er ist in Amerika auch überall am Start, wurde von Mikey Whipwreck trainiert. Und ja, Anthony Bennett ist halt auch wieder so ein Kerl, wo man sehr, sehr wenig zu sagen kann. Also, ich weiß, dass er einen coolen Entrance hat, dass er witzig aussieht, aber mehr kann ich zu ihm auch nicht sagen. Tony Nese hat hier klar gewonnen. Das war halt so ein Match, wo die Spannung relativ raus war, weil es klar war, dass Tony Nese das machen wird. Er ist der wesentlich bekanntere Name in Amerika, und der bessere auch, und hat dann nach dem 450 Splash gewonnen, nachdem er ja vorher noch den Power Slam gezeigt hat gegen Anthony Bennett, wo dann Bennett anscheinend ausgenockt wurde oder so. Der Referee hat dann erstmal noch gecheckt und hat dann Tony Nese das Zeichen gegeben: Ey, Alter, kannst dein 450 machen? Hat er dann gemacht und hat dann den Sieg eingetütet. Ja, für mich war es ja nicht klar, ob Tony Nese gewinnt oder nicht, weil ich die Namen auch nicht kenne. Aber war ja auch nicht schlimm. Ja, kann zu beiden auch nicht viel sagen. Kann auch nur so viel sagen, dass das Match auch gut gemacht wurde. Schönes Match. Ja, Tony Nese hat gewonnen via 450 Splash. Und ja, damit hat es sich eigentlich. Ja. Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum Main Event. Und zwar auch einen bekannteren Wrestler, ein ehemaliger WWE-Wrestler und zwar Brian Kendrick gegen Raul Mendoza. Mendoza. Genau. Mendoza hat eher einen schöneren Lucha-Style geworkt, ist ja auch logischerweise aus Mexiko, da auch eher in kleineren mexikanischen Ligen unterwegs. Ich glaube, bei DTU oder so ist er am Start. Kendrick kennt man. Wurde von Shawn Michaels trainiert, von William Regal trainiert, wie übrigens auch Daniel Bryan, nur mal so nebenbei. Kendrick hat hier den klaren Heel geworkt, das Match hat gut funktioniert, das war für mich eines der besten Matches aus der ersten Runde vom Turnier. Kendrick hat eine tolle Heel-Performance gehabt, hat auch ordentlich Heat kassiert, Mendoza hat zwischendrin auch aus dem Mund geblutet natürlich. Konnte dann Attacken von Kendrick abwehren und hat dann einen Springboard Dropkick gezeigt, gefolgt von einem Corkscrew Plancher, wo die Crowd auch erstmal abgegangen ist, und dann hat er einen Coast to Coast gezeigt, wo die Crowd noch mehr abgegangen ist, hat dann einen Suplex into Lungblower, aka Backbreaker gezeigt. Kendrick konnte dann zu einem wirklich sehr, sehr knappen Nearfall das Bein aufs Seil legen, und Brian Kendrick hat dann beim Finish eine Verletzung angetäuscht, hat dann dadurch Raul Mendoza in die Seile geworfen und hat dann durch Aufgabe im Crossface gewonnen. Ja, was ich sagen muss, ja, natürlich Brian, ja genau. Brian Kendrick kannte ich natürlich auch, klar. Ja, ein bekannter ehemaliger Tag Team Champion gewesen, war ja auch für kurzem mit Paul London zusammen längster amtierender Tag Team Champion. Also hat einen Run als längster amtierender Tag Team Champion gehabt, was ja mittlerweile ja überholt wurde von New Day. Ja. Kann man ja so sagen, zu Brian Drangleit, Raul Mendoza kann ich vorher auch nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich war es schon irgendwie klar, dass Brian Kendrick gewinnt, aber für mich hatte gerade Raul Mendoza die Show gestohlen. Also ich fand ihn persönlich noch besser als Brian Kendrick und habe eher gedacht, der Mann hätte es eigentlich auch verdient gehabt zu gewinnen, weil der hat mich richtig überzeugt. Ich fand
Brian Kendrick stärker. Er ist aber halt auch vor allen Dingen, was die Erfahrung angeht, besser. Klar. Und er hat halt als Heel in dem Match super, super gut funktioniert. Ich weiß nicht, gegen wen tritt er als nächstes an? Er tritt als nächstes gegen Tony Nese an. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt der beste Gegner. Aber er kann halt einfach den Heel mega geil spielen. Und wäre er jetzt gegen so jemand angetreten wie jetzt ein Saber Junior oder wie ein Swan oder so, der wäre richtig geil gewesen einfach. Da hätte er richtig schön den Publikumsliebling verdroschen und das Match wäre dann noch geiler geworden. Deshalb fand ich schon gut, dass man den Veteran weiterlässt, der halt fast schon ja eine Gewährleistung für ein starkes Match ist. Was man auch dazu sagen kann, ist, dass Brian Kendrick gerade auch der Mann gewesen ist, der auch meiner Meinung nach auch einen guten Job erfüllt hat. Und zwar hat er Raul Mendoza overgebracht. Also, das hat man auch Und klar gesehen, wie over da danach war. er hat über Marie trainiert. Ja, das stimmt auch wieder. Aber Ich würde Brian das. Kendrick, auch so einer der Leute im Turnier, wahrscheinlich der im Turnier, der schon überall war. Also Brian Kendrick war wirklich überall. Er war bei New Japan, er war bei WWE, er war bei TNA, er war bei Dragon Gate, bei PWG, bei Ring of Honor. Also er war wirklich überall bei den größten Ligen der Welt. Nur in Mexiko nicht, aber scheiß drauf. Aber er war trotzdem Was in überall auf Mexiko? der Welt. 17 Jahre Ringerfahrung, der Kerl. Also der ist schon überall gewesen. Genau, kann man auch so sagen. Und Raul Mendoza ist auch relativ jung. Ich glaube, 24 ist der, habe ich gesehen. Also, der hat noch vieles vor sich. Und ja, fand ich aber auf jeden Fall eine starke Leistung. Ich hoffe, man macht was mit dem, weil gerade der hat mich richtig überzeugt in diesem Turnier. Ja, so Sabre, Kota Ibushi und so weiter. Da war es irgendwo ja schon ein bisschen klar, dass sie gut waren. Aber gerade so ein Raul Mendoza war gerade von den unbekannten Wrestlern her, die ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm hatte und die ich nicht wirklich kannte, hat der mich so ziemlich am meisten überzeugt. Würde ich auch sagen, ja. Genau, und da würde ich sagen, ja, belassen wir es und würde ich mal sagen, gehen wir zum Fazit der dritten Ausgabe. Genau, für mich gerade durch den Main Event und durch Zack Sabre und sowas wahrscheinlich bis dato die stärkste Ausgabe vom Cruiserweight Classic. Ja, kann ich auch so sagen, gerade weil ich darauf mehr gehypt war, weil irgendwie, ja, gerade durch die beiden, Zack Sabre Jr. und Brian Kendrick, ich glaube, bei den anderen beiden war es so, dass man nur einen kannte. Guck ich mal ganz kurz nach. Ja, das war bei der ersten auch so. Okay, der Mac natürlich, aber ich kannte halt nur den Namen halt, dass er halt Deutscher war, mehr auch nicht. In der vierten Episode wird es anders, da glaube ich, kenne ich bei jedem Match einen, was auch interessant ist. Ja, aber wie gesagt, kann ich auch sagen, die stärkste, gerade weil auch, ja, wegen Zack Sabre Jr., von dem man sich einiges gehofft hat und ich meiner Meinung nach nicht enttäuscht wurde, vielleicht für viele andere, aber ich war jetzt nicht enttäuscht und gerade der Main Event war verdammt stark. Also, 8 Minuten, starkes Match. Und weiterhin bleibt Tozawa gegen Johnson das längste Match am Abend. Zu diesem Zeitpunkt. Genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zur letzten Episode, die vor ein paar Tagen lief. Und zwar die Ausgabe vom 3.8.2016. Die vierte Ausgabe, die letzten 4 Matches der First Round Matches. Und angefangen hat es mit einem Mann, der ja schon in der WWE war, bei NXT war. Und zwar Rich Swann gegen Jason Lee. Genau, Rich Swann, sehr, sehr junger Mann. Jetzt offiziell oder was heißt jetzt, also schon länger bei NXT unter Vertrag, hatte ja schon einige TV-Show-Auftritte, hatte ja schon Match gegen Baylor sogar, als er noch NXT-Champion war und Corbin. war auch schon überall auf der Welt am Start. Ja, genau, Corbin. Und ja, war ein sehr, sehr starkes Match, fand ich. Jason Lee von Zero One, eher einer kleineren japanischen Liga, muss man nicht kennen. Jason Lee kam mit seinen Nunchucks raus, da ist die Crowd irgendwie drauf abgegangen, warum auch immer, keine Ahnung, wurde von den Kommentatoren als Bruce Lee bezeichnet oder Bruce Lee ähnlichen Stil. Und ja, Match fing noch langsam an, Rich Swann mit seinen Albernheiten, aber hat dann gemerkt, ey, Jason Lee darf ich nicht unterschätzen und ist dann von Zeit zu Zeit verbissener geworden und hat dann am Ende nach seinem 450, nach seinem Standing 450 Splash gewonnen. Genau, ganz kurze Anmerkung, ich kenne doch nicht bei jedem Match einen, weil gerade beim zweiten Match kenne ich keinen, aber gerade bei den anderen Matches kenne ich mindestens einen, beim Main Event sogar beide, aber das ist, denke ich mal, für jeden NXT-Gucker klar, aber dazu kommen wir später.
Rich Swann, ja, wie gesagt, ich war von dem vorher schon relativ beeindruckt. Also gerade was der für einen Stil hatte, gerade wie er so gewrestelt und wie er auch teilweise auch gesellt hat. Zum Beispiel, ich erinnere mich, dieser Back Body Drop, wie er den einmal gesellt hat gegen Baron Corbin oder auch das Match gegen Baylor, fand ich auch, hat er sich gut präsentiert. Und hier auch, er war auch vorher verletzt, habe ich gehört. Hat man nichts angemerkt. Also man merkt schon, er ist fit. Und ja, war auch irgendwo auch schon ein bisschen der Favorite. Also man hat schon gedacht, dass er gewinnen wird. Und wurde auch gut abgefeilt mit seinem All Night Long. Und ja, war ein schönes Match. Der, ja, Double Jump 450 Splash sah schon nice aus, sah sehr, sehr gut aus. Auch wenn ich mir erstmal gedacht habe, warum springt der zweimal? Wo ich erstmal gedacht habe, hä, Ja, was um macht der? Schwung zu nehmen. Naja, nee, aber ich dachte, was macht der da? Und dann, ja, ah, 450 macht der. Aber wenn man, also vor dem Move halt, weil er schon zweimal gesprungen ist, dann, hä, was macht der da? Und dann springt er und dann macht er den und ja. War super, schönes Match, ein schöner Opener, ein schöner Start für die Show. Und ja, Rich Swann zieht in die zweite Runde ein. Genau. Dann gehen wir direkt zum zweiten Match dieser Ausgabe und zwar Kushira gegen Noam Dar. Ja, das war für mich wahrscheinlich das schlechteste Match in der ersten Runde vom Turnier. Die Crowd war tot. Also Noam Dar ist eigentlich ein Bekannter, aber die hat absolut nichts mit Noam Dar anfangen können. Ja, die Crowd war übelst durch. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil schon so viel vorher getaped wurde. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob alles am Stück getaped wurde. Ja, wurde alles im Stück getaped. Ja, da kann man schon mal tot sein, gerade wenn jemand im Match ist, der nicht so bekannt ist und die haben jetzt auch nicht das übelste Feuerwerk abgebrannt, aber ja, Noam Dar hat immer wieder versucht, die Crowd ins Match zu kriegen. Das hat nicht funktioniert und am Ende hat er dann aufgegeben, also beziehungsweise gewonnen durch Aufgabe im Kneebar. Ja, man hat die Crowd angemerkt, dass die echt eine Pause gebraucht haben. Weil die haben, wie gesagt, alle Ausgaben sind jetzt am Stück, so wie wir gerade jetzt alles am Stück besprechen. Also besprechen wir gerade eine Taping-Ausgabe. Ja, kann man auch so sagen, war eins der schwächeren Matches. Vielleicht, ich muss aber sagen, es war vom Matchtechnik her gar nicht so schlecht, aber die Atmosphäre war nicht so gut. Also gerade weil die Crowd halt tot war, war das, ja, war schon ein schlechtes Zeichen. Aber es wurde besser mit dem nächsten Match. Genau. Zum, ja, Protokoll kann man sagen, Noam Dar hat gewonnen. Ja, via Kneebar-Aufgabe. Habe ich gesagt. Also, gut. Dann passt das auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar zum, ja, ich würde mal sagen, John freut sich auf diesen Mann. Und zwar Fabian Aigner, der ja auch bei NEW als Adrian Sevier bekannt ist, gegen Jack Gallagher, The Gentleman. Genau. Kann man sich, Jack Gallagher kann man sich ähnlich vorstellen, so ein bisschen wie die Ward Williams vielleicht. Jack Gallagher, so, ja, kann man sagen, so vom Gimmick her vielleicht so ein bisschen wie die Ward Williams. Er ist halt ein Gentleman. Er will es im Ring sehr, sehr sauber haben, also sehr, sehr fair. Aber wenn ihn ein Gegner anpisst, hat er auch kein Problem damit, böse zu werden und unfair zu werden und was auch immer. Also er ist so eine Mischung aus Zack Sabre Jr., aus den Ward Williams und aus William Regal. Ja, waren gute Performance von ihm und Fabian Aigner natürlich auch am Start. Wie du es gesagt hast, bei der NEW in Deutschland am Start. Trainiert von Alex Wright aus Südtirol. Der alte Hund. Nachbar von natürlich John. Wahrscheinlich. Weil es nur vier Leute in Südtirol gibt. Alle 20, Grüße an Jonas. Alle 20. War aber ein starkes Match. Also Fabian Aigner hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat ein paar seiner Trademarks rausgehauen, wie sein Double Springboard Moonsault, wo die Crowd ausgemarkt ist, weil Fabian Aigner nicht gerade der kleinste und schmächtigste ist. Ja, Gallagher und Aigner haben schönes Chain Wrestling am Anfang gezeigt. Beide haben gezeigt, dass sie wirklich technisch sehr, sehr stark sind. Und Fabian Aigner hat dann auch bewiesen, dass er ja ein Multitalent fast ist und hat dann auch seine Stärke bewiesen, hat Gallagher aus der Guillotine in einen Suplex gehoben, das dann in eine Powerbomb quasi ja ihn von einer Suplex-Position in eine Powerbomb-Position gehoben und hat ihm dann die Powerbomb verpasst und ja, Jack Gallagher kann am Ende gewinnen. Überraschend fand ich, weil es war nämlich nur ein Dropkick in die Ringecke, aber der hat gesessen, er hat ihm schon ordentlich gegen den Kopf getreten. Ja, und War, relativ hoch war der auch. ja, war für mich eines der besten Matches im Turnier.
Ja, war ein starkes Match, war zu dem Zeitpunkt auch für mich Match of the Night, zumindest in dieser Episode. Wurde aber getoppt vom Main Event. Ja, war stark. Fabian Aigner, ja, Adrian Sevilla, Nachbar von John, alle 20. ja, war auf jeden Da Fall gibt stark. es wahrscheinlich nur ein Hochhaus in Südtirol mit 20 Leuten drin. Ja, genau. Hallo John. Mit Blechdach. Genau. Ja, wer sich an All About The Ear erinnert, der weiß, was wir gemeint haben, ne? Das war, glaube ich, zu einer NXT-Episode, wo wir es gesagt haben. Aber gut, gehen wir von All About The Ear weg und gehen direkt zur CWC oder CWC, wie es ja auch als Chant auch so, glaube ich, für mich zumindest zum ersten Mal zu hören war. Ich weiß nicht, ob es davor schon wirklich zu hören war, aber hier gerade hat man es so ein bisschen mit CWC gehört. Eigentlich gar nicht so schlecht. Hat mein Main Event gehört, glaube ich. Ja, aber auch davor schon, also in dem Match hat man es auch schon ein bisschen gehört. Aber Main Event besonders. Ja, wie gesagt, Fabian Aigner hat für mich auch eine starke Leistung abgeliefert. Ist natürlich schade, dass er nicht gewonnen hat, weil ich schon ein bisschen auf ihn gehofft habe, wo ich dachte, komm, ja, so ein deutschsprachigen weiterhin zu sehen, wäre ganz schön, nachdem der Mac ja auch rausgeflogen ist. Ist ja nicht passiert, hat trotzdem eine starke Performance abgeliefert. Jack Gallagher gewinnt, wie er den Dropkick, wie du schon gesagt hast, sehr ziemlich geil aus und ziemlich hoch. Also, das sah schon krass aus und Daniel Bryan ist auch schon gut ausgemacht, als er diesen Moonsault da gezeigt hat. Also Fabian Aigner. Und ich hoffe, dass man mit ihm irgendwas noch macht. Ich hoffe nicht, dass es sein letzter Auftritt in der WWE ist, dass er vielleicht noch ein paar mehr Auftritte hat. Vielleicht einen Entwicklungsvertrag für NXT oder in der Cruiserweight Division aktiv ist. Das kann ja alles sein. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Absolut. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum Main Event und ein Match, wo ich sagen kann, dass ich beide kenne, wo du beide kennst natürlich. Und die denke ich mal, ja, man kann sagen, wenn man die Teilnehmer sieht, das bekannteste Match ist. Und zwar das Tag Team Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa. Ja, es war ein richtig geiles Match, meiner Meinung nach. Mit Abstand das beste Match im Turnier. Zu Gargano und Ciampa braucht man nicht viel sagen. Sind seit kurzem unter Vertrag bei NXT. Also wirklich, wirklich unter Vertrag. Davor waren sie halt eher noch Free Agents, eher so, waren überall mal ein bisschen. Aber jetzt sind sie wirklich bei NXT unter Vertrag. Dürfen nur noch gezielte Indie-Dates bestreiten. Wahrscheinlich für Evolve halt nochmal zwischendurch. Da ist zum Beispiel Gargano im Moment noch ein bisschen am Start. Waren beide auch schon überall in den USA, in jeder Liga und sind momentan auf der Jagd nach den NXT Tag Team Titel. Und das Duell wurde auch so ein bisschen als Duell der Freunde aufgebaut. Im Interview vorher wurde es dann aber schon ein bisschen intensiver, wo Gargano zu Ciampa gesagt hat: Ey, wir sind zwar hier außerhalb Freunde, aber im Ring bist du nur irgendein Typ. Darüber war Ciampa nicht so erfreut, hat gesagt: Du bezeichnest mich nur als irgendein Typ, du wirst schon sehen, ich werde alles tun, um zu gewinnen. Ciampa sogar auf Garganos Hochzeit am Start. Auch so ein nettes Detail, was man da aufgegriffen hat, dass es wirklich beste Freunde sind. Und Gargano hat gesagt, er redet mit Ciampa wahrscheinlich mehr als mit seiner eigenen Frau. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil er mit Ciampa mehr auf Tour ist. Seine Frau wrestelt in den Indies halt. Ja, war ein richtig geiles Match. Ciampa und Gargano, also gerade Ciampa hat Gargano richtig weggefotzt. Also der hat ihm richtig gegeben mit seinen Knee Strikes, mit seinen Elbows, mit seinen Lariats. Hat ihm einen fucking, ich weiß nicht, wie heißt der fucking Move, so einen, den Sheamus mal gemacht hat und du Finlay haben den auch gemacht, diesen Celtic, was weiß ich, auf dem White Apron hat er dem Noise. gegeben. White Noise, glaube ich, ja. Hat er ihm auf dem Apron gegeben, ist die Crowd ausgemarkt, bin ich ausgemarkt. Sah Ja. auch richtig brutal aus, richtig auf die Kante. Dann wollte er ihn am Ende mit dem entblößten Knie killen, also hat schon sein Kneepad runtergezogen, aber hat es dann wieder hochgezogen, hat so geguckt, ey, wir sind doch Freunde, ich will dich jetzt auch nicht umbringen oder so. Und Gargano hat ihn sich dann geschnappt, hat ihn geslappt und hat gesagt, ey, komm, gib mir dein Bestes. Und ja, Ciampa hat ihm sein Bestes gegeben, hat ihm noch drei Slaps verpasst, die ordentlich geklatscht haben und dann wollte er ihm eine Spinning Lariat geben, aber Gargano hat es in ein Crucifix drehen können und hat das Match gewonnen. Richtig gut. Krankes Match. Also es war echt richtig stark. Ich habe auch schon gedacht, okay, das könnte echt so
Match of the Night Potenzial sein, vielleicht sogar das beste Match im Turnier. Und es war für mich das beste Match im Turnier. Es war das längste Match im Turnier. Für mich das Beste. Ich gebe 4 bis 4,25 Sterne. Ich habe 4 gegeben. Okay, 4 bis 4,25 Sterne würde ich dieses Match geben. War richtig geil. Und ja. Das muss man. Das ist ein Match, was man gesehen haben muss. Ja, also wer das Turnier sehen will, der muss dieses Match gucken. Das ist unsere Match-Empfehlung, würde ich mal sagen. Absolut. Und ja, man merkt auch immer, wenn Freunde gegeneinander wresteln, dann merkt man auch so, die geben sich halt richtig und vertrauen auch aufeinander, weil man hat auch schon gemerkt, dass Gargano auch schon Ciampa vertraut hat. Wenn man überlegt, was der für Moves gezeigt hat, was sie da eingesteckt haben, also das war ja schon ziemlich heftig. Das macht man nicht einfach so mit Leuten, das machen schon zwei Freunde und das sieht man auch zum Beispiel auch gerade mit Owens gegen Zayn, mit dem Brainbuster zum Beispiel. Den hat ja Zayn nie wirklich gezeigt, jetzt zum Beispiel gegen Owens. Und Owens und Zayn sind ja Privatfreunde, das weiß man ja. Und das ist auch hier der Fall. Also gerade, man hat auch gemerkt, dass wirklich Freunde sind und man merkt auch, das war ein richtig starkes Match. Ziemlich stiff gezeigt teilweise und mit einer richtig geilen Match-Story. Auch gerade mit Ciampa, den ja eigentlich be besiegen wollte, aber auch gedacht hat, ey, er ist doch mein Tag-Team-Partner. Ich will ihn auch nicht verletzen oder sowas in der Art. Also man hat auch schon ein bisschen gezeigt, okay. Die wollen sich ja nicht verletzen, sie wollen einfach nur dieses Match gewinnen, was man auch hier in der Story sehr, sehr gut rübergebracht hat. Und ja, Gargano hat gewonnen. War auch für mich ein Match, was ziemlich offen gehalten wurde. Also bei einigen Matches habe ich ja auch schon gedacht, okay, komm, der könnte gewinnen, der könnte gewinnen. Halt, wenn man die Leute halt kennt, dann hat man schon immer gedacht. Aber gerade bei diesem Match, da war ich mir einfach nicht sicher, wird Johnny Wrestling oder der gute Tommaso Ciampa. Und gerade auch Daniel Bryan hat ja die ganze Zeit immer Johnny Wrestling gesagt, nie Johnny Gargano. Fand ich auch ziemlich nice. Auch ein schönes Detail. Und ja, hat für mich alles gepasst. Starkes Match und ich war einfach sehr, sehr zufrieden. Ja, du hast Sami Zayn und Kevin Owens aufgegriffen. Daran hat es mich halt einfach erinnert. Man hat hier einfach in 10 fucking Minuten, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich nicht mehr Sterne gebe. Also, weil, ja, es ging halt nur 10 Minuten, aber man Eben. hat für 10 Minuten so mit fast schon das Bestmöglichste rausgeholt. Also, das war vom Storytelling und vom Wrestling einfach exzellent. Es gab die harten Moves, es gab die Match-Story mit den beiden Freunden und mit Ciampa, der dann am Ende sogar die Zweifel hat, ey, soll ich den jetzt wirklich umbringen, nur für so einen Sieg in einem Turnier, weil wir sind immer ein Tag-Team-Partner etc. Es hat die richtige Intensität, die haben sich gut gegeben und es war richtig, richtig gut. Also für 10 Minuten, besser geht's kaum für 10 Minuten. Ja, in 10 Minuten 5-Star-Match rauszuhauen, Das das ist geht eigentlich nicht. nicht möglich. Also, gerade wenn man überlegt, was es überhaupt für 5-Star-Matches gab, die hatten ja immer eine ordentliche Matchzeit gekriegt. Und ich würde mal sagen, sie hätten auch eins hingekriegt, würde ich sagen. Wenn man so gesehen hat, was die da in den 10 Minuten abgeliefert haben, hätten die noch 10 Minuten mehr gekriegt. Wäre es zwar richtig geil geworden, aber dann wären sie rausgeflogen. Und das wollen wir beide nicht, denke ich mal. Ja. Ja, ist aber schade irgendwoher, dass es wirklich in der ersten Runde passiert ist. Irgendwo. Ich hätte es gerne so ein bisschen weiter vorne gesehen. Ja, nee, aber ich fand es schon gut. War ein guter Abschluss für die erste Runde. Es war halt so Bestimmt ein auch. Match auch, wo beide hatten halt nichts mehr zu beweisen. Das war bei den anderen halt so, okay, das sind eher alles frischere Leute, weil das waren ja die einzigen, die wirklich schon aktiv in der WWE, Schrägstrich bei NXT waren, sind TJP. Quatsch, TJP, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Vielleicht noch Swan, aber halt Gargano und Ciampa sind jetzt fast jede Woche da und Swan halt nur mal alle Monate mal. Und dann halt natürlich Brian Kendrick und Tajiri. Ja, aber die mussten halt auch wieder zeigen, ey, wir können es noch. Und Gargano und Ciampa sind halt jede Woche da. Die mussten das halt nicht mehr zeigen und haben halt sich deshalb auf ein geiles Match konzentriert und haben halt nicht versucht, ey, wir müssen jetzt das und das zeigen, damit die Leute sehen, wie gut wir sind. Weil Nee, die ich. haben gesagt, die wissen, wie gut wir sind, wir hauen jetzt da ein geiles Match raus. Genau, gerade auch bei der Vorstellung zum Beispiel. Als es ja die ganzen Leute vorgestellt hat, man auch schon mal zum Beispiel gemerkt, dass Johnny Gargano und Tommaso Ciampa abgefeiert wurden. Und ja, deshalb war es auch ganz gut gemacht, auch clever gelöst letztendlich. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass es so früh war. Finde es aber nicht schlimm, hat aber auch gut gepasst, gerade als Abschluss, weil man kennt halt beide und man wollte halt, gerade auch für die Leute, die halt jetzt quasi die ganze Zeit nur Matches gesehen haben, die ganzen Tapings dabei waren, die, denke ich mal, auch alle ihren Spaß hatten natürlich, noch so einen geilen Abschluss geben und das haben sie quasi bekommen mit diesem Match. Und dann natürlich das Ende war auch super. Und damit ist die erste Runde abgehakt und wir haben unsere kompletten Auseinandersetzungen für die zweite Runde.
Genau, bevor wir dazu kommen, ganz kurz zum Ende nochmal, was ich noch sehr, sehr geil fand als Detail. Noch kurz. Ciampa war natürlich frustriert über die Niederlage, man hat es mir angemerkt. Gargano wollten die Hand ausstrecken. Ciampa hat überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Geht dann raus. Erstmal, Gargano war auch erstmal, oh nein, was ist denn jetzt los? Ja, Ciampa hat sich nochmal zusammengerissen, kehrt zurück. Geht auf den Boden, sitzt sich neben Gargano hin, umarmt ihn und schüttelt die Hand. Muss ich auch sagen, so eine Szene, die ich jetzt nicht wirklich oft gesehen habe, eigentlich nie, so eine Art noch nie. Aber fand ich auch mal sehr, sehr schön, wo sie gedenkt, okay, ach scheiße, ich habe das Match verloren. Aber er ist doch mein Partner und ich gönn's ihm noch. Und ja, bleiben weiter im Tag Team. Und war eine sehr, sehr schöne Sache, wie es Daniel Bryan schön gesagt hat, that touched my heart. Kann ich nur zustimmen. War sehr, sehr schön. Absolut, hat zur Match-Story gepasst. Eben. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu. Wobei wollen wir noch mal kurz durchgehen, was vielleicht so unsere Match-Empfehlungen sind von der ersten Runde. Ja, können wir machen. Können wir machen auf jeden Fall. Also, beziehungsweise können wir ganz kurz das Fazit zur vierten Ausgabe machen. Ja, für mich mit Abstand die beste, weil gerade das letzte Match war halt absolut großartig und auch den Co-Main-Event fand ich ziemlich gut. Und deshalb für mich die stärkste Ausgabe vom Cruiserweight Classic. Auf jeden Fall. Kann ich auch nur zustimmen. War für mich auch die beste. Auch gerade auch für mich besser, weil ich halt fast, also quasi die Ausgabe war wirklich, wo ich die meisten Leute kannte. Und ja, gerade auch mit dem Main Event auch das beste Match abgeliefert haben. Und generell die anderen Matches waren auch nicht so schlecht. Und ja, bin damit auch sehr, sehr zufrieden. War für mich die beste Episode. Und hat auf jeden Fall Bock gemacht auf weitere Episoden der Cruiserweight Classics. Gut, ich würde sagen, Match-Empfehlung würde ich auf jeden Fall aus Episode 1 Kota Ibushi gegen Shawn Maluta sagen. Auf jeden Fall. Aus Episode 2 Lince Dorado gegen Mustafa Ali. Und dem Main Event würde ich noch sagen. Also Atsira Tozawa gegen Kenneth Johnson. Das ist für mich auch meine Match-Empfehlung. Aus Episode 3 würde ich Brian Kendrick gegen Raul Mendoza sagen. Und wenn man wirklich was von Zack Sabre Jr. sehen möchte, gerade als bester Techniker und die das WWE Network haben, würde ich noch dann noch Zack Sabre Jr. gegen Tyson Dux empfehlen. Und aus Episode 4 Jack Gallagher gegen Fabian Aigner und natürlich den Main Event. Ja, und der Main Event ist für mich das Must-See-Match. Also, das Das ist. muss man sehen und die anderen Matches, die wir genannt haben, die kann man sehen. Genau, also, wenn man das Cruiserweight Classic Turnier sehen möchte, dieses Match sollte man sehen, weil das ist das beste Match am Abend. Vielleicht würde ich auch empfehlen, vielleicht die ganzen Episoden so durchzugucken, einfach. Wenn ihr wirklich das ganze Turnier sehen wollt, und dann kriegt ihr einen geilen Abschluss, weil das passt dann sehr, sehr gut, weil das war einfach der perfekte Abschluss für die erste Runde in dem Sinne. Genau. Gut, jetzt aber wirklich die zweite Runde. Ja, gehe ich die Matches einfach mal durch. Wir haben Grand Metalik gegen Tajiri, wir haben Cedric Alexander gegen Kota Ibushi, wir haben Akira Tozawa gegen Jack Gallagher, wir haben Ho Ho Lun gegen Noam Dar, wir haben Brian Kendrick gegen Tony Nese, Lince Dorado gegen Rich Swann, Drew Gulak gegen Zack Sabre Jr. und Johnny Gargano gegen TJP. Ja, auf jeden Fall Matches, die sehr, sehr interessant sind. Sehr geile Ansetzung. Auf jeden Fall. Ja, sind immer bei manchen Matches immer Leute dabei, die man kennt, also die man vorher kennt. Jetzt natürlich durch die ganzen ersten Runden kennt man die ein bisschen besser. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt geregelt ist, ob es jetzt wirklich wieder so 20 Minuten Time Limit gibt oder ein bisschen länger. Ich hoffe, die kriegen ein bisschen mehr Matchzeit. Also jetzt nicht so 16 Minuten. Nächste Woche ist ja nur, soweit ich das weiß, Tajiri gegen Grand Metalik und Kota Ibushi gegen Cedric Alexander. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt noch andere Matches dazukommen oder ob wirklich nur bei den beiden Matches bleibt. Also wenn es wirklich nur bei den beiden Matches bleibt, dann sollen die auf jeden Fall sehr viel mehr Matchzeit kriegen. Ja, würde ich auch sagen. Aber es sind so drei Matches, die für mich hier schon gleich rausstechen als sehr, sehr geile Matches. Und das sind Cedric Alexander gegen Kota Ibushi, Lince Dorado gegen Rich Swann und Drew Gulak gegen Zack Sabre Jr. und Johnny Gargano gegen TJP. Das sind vier Matches, wo ich sage, ey, die wären richtig geil. Gut, eigentlich auch Tozawa gegen Gallagher. Also fast alle eigentlich, die richtig geil sich lesen lassen. Und ich glaube auch, die werden mehr Matchzeit kriegen. Ich gehe mal von mindestens 10 Minuten aus. Immer. Und das wird ab jetzt auch wrestlerisch ein sehr, sehr geiles Turnier.
Ja, es war ja gerade so die erste Runde, würde ich vorschlagen, so mehr die Einsteigerrunde, mehr so Einführung. Und jetzt denke ich mal, können alle mal ihre ganzen Movesets, ihr ganzes Move-Repertoire und alles raushauen, was sie können, weil das jetzt angebracht ist, weil man hat jetzt die erste Runde gesehen, man weiß, wer gewonnen hat, man kennt die jetzt ein bisschen besser und jetzt können sie mehr raushauen. Ich muss sagen, ich freue mich auf alle Matches so ziemlich, außer jetzt vielleicht Hoholoon gegen Da, also gegen, ja, ich glaube Da oder Shira war weiter, ich weiß nicht. Norm da. Nur Da, genau, Da war es. Das Match freue ich mich irgendwie nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwie war ich von Da und Hoholoon nicht so ganz überzeugt. Vielleicht überzeugen sie mich in der zweiten Runde. Aber gerade auf die anderen Matches bin ich sehr, sehr gehypt, muss ich sagen. Also freue mich schon so wie Rich Swann gegen Dorado, Perkins gegen Gargano, Gallagher gegen Tozawa, Brian Kendrick gegen Tony Nese, Zack Sabre Jr. gegen Drew Gulak und zum Beispiel auch Tajiri gegen Grand Metalik. Das sind alles so Matches, worauf ich mich sehr freue. Und ich bin mal gespannt, wie oder wer überhaupt weiterkommt. Wir können ja theoretisch auch mal Vermutungen aufstellen, wer so unserer Meinung nach weiterkommen könnte. Hast du den Turnierbaum? Nee, ich habe den jetzt nicht gerade am Start. Also. Dann google ich mir schnell mal einen heraus. Genau. Dann können wir mal theoretisch mal ein bisschen prognostizieren. Und es wird so sein, dass wir nach der zweiten Runde, also wenn die zweite Runde komplett vorbei ist, also wenn diese 8 Matches geworkt sind, kommt dann quasi die nächste Ausgabe. Und dann, wenn das Viertelfinale rum ist, kommt die nächste nach dem Halbfinale. Also, wie gesagt, insgesamt 5 Episoden. Also 5 Reviews werden dazu kommen. Und ich denke mal, jetzt gerade, weil wir es jetzt so getestet haben, ist es eigentlich ganz gut, weil wir eine schöne Länge haben und ja, nicht immer nur so eine kurze Ausgabe haben. Genau. Hast du den Turnierbaum? Ja. Gut, also dann haben wir jetzt also als erstes Match fangen wir oben links an, hätten wir jetzt Akira Kannst du mir ganz kurz schicken? Tozawa. Ja. Ja. Auf jeden Fall Akira Tozawa gegen Jack Gallagher wäre das erste Match, was wir hätten. Also hier Tosama gegen Jack Gallagher. Puh. Ist für mich eindeutig Akira Tozawa. Okay. Ich weiß nicht. Ja doch, ich gehe auch auf Tazawa. Würde ich auch sagen. Gut. Genau. Gut, dann zum nächsten Match. Was haben wir als nächstes? Du hast den Turnierbaum vor dir. Der lädt noch bei mir. Moment. Wir haben als nächstes Tajiri gegen Grand Metalik. War Grand Metalik nicht derjenige, der einen Vertrag unterschrieben hat? Ich glaube noch nicht, aber ich denke mal, er wird einer sein, der absolute Chancen auf den Vertrag hat, weil er auch, glaube ich, nicht mehr in Mexiko bei seiner Liga unter Vertrag ist. Ich vermute auf Grand Metalik. Würde ich auch sagen. Okay. Dann gehen wir direkt zum nächsten Match. Das ist der Turnierbaum lädt immer noch. Dann sind wir beim nächsten Match. Das ist Drew Gulak gegen Zack Sabre. Ja, das ist, denke ich mal, klar. Ja. Also da vermuten wir beide, denke ich mal, auf Zack Sabre. Genau, ja. Gut. Moment, da haben wir. Also im ersten Match hatten wir Tozawa gesagt. Und im zweiten Match hatten wir Metalik gesagt. Richtig. Gut, im dritten Match haben wir Zack gesagt. Richtig. Gut. Dann ist jetzt das vierte Match, das ist Noam Dar gegen Hoholoon, Noam Dar. Nun da gegen Hulu? Ja. Hoholoon gegen Noam Dar. Also, ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen an den Turnierbaum, weil er irgendwie nicht am Laden ist. Das ist merkwürdig. Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, wer da gewinnen sollte. Irgendwie, ich sag mal Hoholun. Okay. Brian Kendrick gegen Tony Nese. Kendrick. Gut, sage ich auch. Kota Ibushi gegen Cedric Alexander, Kota Ibushi. Ja, Kota Ibushi. TJP gegen Johnny Gargano. Ja, würde ich Johnny Gargano sagen. Ich auch, würde ich auch sagen. Gargano.
Und dann das letzte Match in der zweiten Runde, Rich Swann gegen Lince Dorado, wo ich Swann tippen würde. Ebenfalls auch Rich Gut, Swann. dann haben wir im Halbfinale, Viertelfinale. Viertelfinale, auf der linken Seite Akira Tozawa gegen Grand Metallic. Würde ich Tozawa sagen. Ja, auch Tosawa würde ich sagen. Gut. Und Zack Sabre Jr. gegen bei mir Noam Dar und bei dir Hoholun. Ich würde sagen, wir würden trotzdem beide auf Zack Sabre tippen. Ja. Gut. Und auf der rechten Seite haben wir Brian Kendrick gegen Kota Ibushi. Was ein geiles Match ist, muss ich Auf sagen. jeden Fall. Kota Ibushi. Ibushi. Gut. Und dann haben wir Johnny Gargano gegen Rich Swann. Würde ich Johnny Gargano tippen? Ui, ich gehe auf Rich Swann, weil ich glaube nicht, dass Gargano so weit kommen wird. Du tippst Rich Swann. Okay. Gut, dann haben wir das Halbfinale. Akira Tozawa gegen Zack Sabre Jr. würde ich Zack Sabre Jr. sagen. Ebenfalls. Und Kota Ibushi gegen Johnny Gargano Schrägstrich Rich Swann würde ich Kota Ibushi sagen. Und das heißt, wir haben im Finale Kota Ibushi gegen Zack Sabre Jr. und das ist ein 5-Sterne-Match und Zack Sabre Jr. gewinnt das Turnier. Gehe ich auch Gut. mit. Auf Alles Zack klar. Sabre Das Junior. heißt, unser Turniersieger ist also Zack Sabre Jr. Ja. Ist für mich auch das offensichtlichste Finale. Zack Sabre gegen Kota Ibushi. Zwischendrin kann sich was ändern. Also ob jetzt Gargano weiterkommt oder TJP oder was weiß ich, weiß ich nicht. Oder ob Hoholun weiterkommt oder hier Metallic oder Tajiri, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das Finale steht relativ sicher. Wir können es ja so machen, dass wir halt, wir wissen ja, wenn die zweite Runde vorbei ist, dann können wir nochmal gucken, ob wir mit den Tipps richtig liegen und eventuell können wir ja nochmal Veränderungen machen an unserem Turniertippbaum. Das sind erstmal unsere ersten Turniertipps, wo so die Prognose halt von unserem Turnier, wie es verlaufen wird. Wir haben natürlich teilweise unterschiedliche Gegner, aber das Finale ist das gleiche für uns. Das sind für uns quasi unsere beiden Favoriten. Also für mich sind meine Favoriten Zack Sabre Jr., Kota Ibushi, Swan. Ja. Ja, für mich Tozawa, Zack Sabre Ja, Jr. und Tosa war auch Kota noch. Ibushi. Also quasi die Halbfinalteilnehmer für mich zumindest, die quasi Favoriten sind. Genau. Dann könnt ihr natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr die erste Runde vom genau. CWC. Wir sind beide, denke ich mal, sehr zufrieden. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Und wenn die nächste Runde vorbei ist, wird es dann wieder eine CWC Review geben. Und ja, schreibt natürlich auch mal, wie gesagt, in die Kommentare. Und ja, würden wir sagen, wir verabschieden uns und sagen dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.